Crailsheim. Vom Bahnhof der 32.100 zählenden Stadt gehen Bahnlinien in alle vier Himmelsrichtungen aus. In dieser Dokumentation erfahrt ihr viel Wissenswertes über die Stadt, die Geschichte der Eisenbahn sowie den aktuellen Zugverkehr. Crailsheim wurde im Jahr 1136 erstmals urkundlich erwähnt. Fränkische Siedlungen im heutigen Stadtgebiet gab es allerdings schon ab dem 7. Jahrhundert. Im Jahr 1350 wurde mit dem Bau der teilweise heute noch erhaltenen Stadtmauer begonnen. Crailsheim ist eine große Kreisstadt im Landkreis Schwäbisch Hall, also im Nordosten von Baden-Württemberg. In der Stadt leben heute über 32.000 Menschen. Westlich des Bahnhofes befindet sich auf dem Gebiet eines ehemaligen Fliegerhorstes ein Industriegebiet, welches unter anderem von Herstellern von Verpackungsmaschinen und der Lebensmittelindustrie genutzt wird. Stadtzentrum und dem Bahnhof wird Crailsheim von der Jagst durchflossen. In Crailsheim sind über 20.000 Menschen angestellt. Für über 100.000 Personen ist sie eine zentrale Einkaufsstadt. Damit stellt sie den wirtschaftlichen Mittelpunkt der Region dar. Auch einen Mittelpunkt stellt Crailsheim heute im Streckennetz der Eisenbahn in Nordwürttemberg dar. Aber von Anfang an. Im Jahr 1866 wurde eine eingleisige Strecke von Goldshöfe, einem Bahnhof an der Bahnlinie von Aalen nach Donauwörth, nach Crailsheim eröffnet. So konnte man die württembergische Landeshauptstadt Stuttgart erstmals von Crailsheim aus mit der Eisenbahn erreichen. Schon ein Jahr später erreichte die Hohenlohebahn von Heilbronn Crailsheim. 1869 wurde dann die Taubertalbahn von Lauda nach Crailsheim eröffnet, teils von der Großherzoglich-Badischen, teils von der Königlich-Württembergischen Staatseisenbahn. 1880 war die Murbahn von Schwäbisch Hall-Hessental nach Stuttgart vollständig befahrbar. Somit musste man von Crailsheim nach Stuttgart nicht mehr den Umweg über Aalen nehmen. Schon vier Jahre zuvor, nämlich im Jahr 1876, wurde mit der Bahnstrecke von Crailsheim nach Dombühl eine Lücke geschlossen. Man konnte nun mit der Bahn von Crailsheim ins fränkische Nürnberg reisen.
Zusammen mit der Strecke von Goldshöfe wurde im Jahr 1866 das Empfangsgebäude in Inslage eröffnet. Besonders interessant war der Uhrturm auf dem nördlichen Flügelbau. Im Jahr 1945 flogen die Alliierten einen schweren Luftangriff auf Crailsheim, unter anderem auch aufgrund der Bedeutung als Eisenbahnknoten. Dabei wurde das Bahnhofsgebäude vollständig zerstört. Im Jahr 1949 wurde ein Provisorium auf dem Platz des alten Gebäudes errichtet. Ein Wiederaufbau des alten Gebäudes oder ein größerer Neubau wurde nicht in Erwägung gezogen, da die Stadtverwaltung nicht mehr in Insellage bauen wollte. Auch im Jahr 2016 steht dieses Gebäude noch an seinem Platz. Deshalb wird es auch als ewiges Provisorium bezeichnet. Wir betreten das Gebäude nun vom Bahnsteig von Gleis 2 aus. Links gelangen wir zu einem Warteraum, der heute nur noch selten zu finden ist. Laufen wir geradeaus weiter, gelangen wir zu Bahnsteig 1. Wenn wir rechts weiterlaufen, erreichen wir den Haupteingang, wo sich ein DB-Reisezentrum und zwei Fahrkartenautomaten befinden. Großteil des Gebäudes wird jedoch von Mitarbeitern der DB genutzt, zum Beispiel von der örtlichen Aufsicht. Um das eigentliche Bahnhofsgebäude herum gibt es noch einige kleinere Bauten. Am Wendekreis vor dem Haupteingang befindet sich ein weiteres Gebäude der DB sowie ein Kiosk bzw. Bistro. Parkmöglichkeiten für Autos und Fahrräder befinden sich ebenfalls nördlich des Bahnhofs an der Zufahrtsstraße. Südlich des Bahnhofsgebäudes befindet sich ein kleines Klohäuschen, für welches man sich aber aufgrund von Vandalismus einen Schlüssel im Bahnhof abholen muss. Der Bahnhof Crailsheim besitzt 4 Bahnsteiggleise. Gleis 1 westlich vom Empfangsgebäude, die Gleise 2 bis 4 östlich davon. Das Gleis 2, der Mittelbahnsteig der Gleise 3 und 4 sowie der Busbahnhof sind durch eine Unterführung verbunden. Durch den Ausgang am Busbahnhof ist auch die Innenstadt schnell zu erreichen. Die Unterführung ist nicht barrierefrei, daher sind nur die Gleise 1 und 2 über die Zufahrtsstraße barrierefrei erreichbar. Neben Bahnsteig 4 befinden sich einige Abstellgleise, welche vor allem der Abstellung von Reisezugwagen dienten. Da mittlerweile aber fast alle Linien in Crailsheim auf Triebwagen umgestellt wurden, werden diese Gleise mittlerweile nur noch selten genutzt. Neben diesen Gleisen befindet sich auch ein Spurplan-Relaisstellwerk aus dem Jahr 1985, von dem aus die Weichen und Signale in Crailsheim gestellt werden. Die
eingesetzten Triebwagen werden, falls sie eine längere Wendezeit haben, in die südliche Abstellung gefahren. Zwischen den Strecken nach Aalen und Schwäbisch Hall liegt auch das ehemalige Bahnbetriebswerk von Crailsheim. Es wurde ab 1870 errichtet, 1923 erhielt es sogar eine zweite Drehscheibe. Im Jahr 1985 wurden zeitgleich zur Aufnahme des elektrischen Betriebs zwischen Nürnberg und Aalen die Drehscheiben zurückgebaut. Die Gleisanlagen werden heute, wie gesagt, teilweise von der DB als Abstellgleise für Triebwagen genutzt. Der andere Teil ist im Besitz des Vereins DBK Historische Bahn. Dieser nutzt auch Teile des Gebäudes des ehemaligen Bahnbetriebswerks zur Aufarbeitung von historischen Eisenbahnfahrzeugen. Der unter Denkmalschutz stehende Wasserturm wird heute als Gastwirtschaft genutzt. Südlich der Strecke nach Heilbronn befinden sich einige Gleisanschlüsse, die teils auch heute noch bedient werden. Durch die Personenunterführung erreicht man den großen Omnibusbahnhof, der von vielen Buslinien angefahren wird. Diese fahren auch viele Orte im Umland an. Beginnen wir mit dem Fernverkehr. Crailsheim wird von der zweistündigen Intercity-Linie 61 Karlsruhe-Nürnberg angefahren. Aufgrund der momentanen teilweise Sperrung der Frankenwaldbahn fährt diese als Ersatz für ausfallende Intercity-Expresszüge weiter nach München. Diese Linie geht aus der ehemaligen Interregio-Linie 27 hervor, die den gleichen Laufweg hatte. Ein Link zu einem Video mit den Interregios und sonstigem Zugverkehr im Jahr 2002 habe ich euch in der Infokarte und in der Beschreibung verlinkt. Abfahrt der Züge nach Karlsruhe ist meist zur Minute 35 von Gleis 2, der Züge nach Nürnberg 50 Minuten später von Gleis 4. Der erste in der City nach Karlsruhe fährt um 6.32 Uhr, der letzte in Gegenrichtung um 19.25 Uhr. Wochenends fällt das erste Zugpaar morgens weg. Dafür fährt sonntagabends ein weiteres Zugpaar um 20.35 Uhr nach Karlsruhe und um 21.25 Uhr nach Nürnberg. Zum Einsatz kommen hier meist E-Loks der Baureihe 120 mit Intercity-Wendezügen. Der Steuerwagen ist als einziger meist ein ehemaliger Interregio-Wagen, die anderen Wagen sind klassische Intercity-Wagen. Eine Fahrt nach Nürnberg dauert etwas weniger als eine Stunde, nach Karlsruhe sind es fast 2,5 Stunden. Kommen wir zum Nahverkehr. Erst stelle ich euch die im Takt verkehrende Leistung vor, zu den einzelnen Zügen komme ich später noch. Der zweistündige Regionalexpress Stuttgart-Nürnberg verdichtet den Intercity 61 auf diesem Abschnitt zu einem Stundentakt.
Er nimmt aber den direkteren Weg über Schwäbisch Hall-Hessental. Hier kommen heute immer noch Garnituren aus 5 bis 6 N-Wagen und Loks der Baureihe 111 zum Einsatz. Eine ausführliche Dokumentation über den Regionalexpress Stuttgart-Nürnberg, dessen Fahrweg und die durchfahrenen Bahnhöfe gibt es auf dem Kanal der Stuttgarter 84. Die Steuerwagen sind größtenteils Wittenberger, manchmal auch Karlsruher Bauart. Da die Fahrradmitnahme in diesen Zügen gut genutzt wird, finden sich unter den zweite Klasse Wagen oft auch Fahrradwagen. Die meisten Züge in beide Richtungen fahren von Gleis 3. In Richtung Stuttgart einige auch von Gleis 1. Richtung Stuttgart ist Abfahrt meist zur Minute 42, in Gegenrichtung eine Stunde später zur Minute 18, weil das erste Zugpaar morgens aus der Reihe tanzt. Züge, die den vollständigen Linienweg befahren, fahren Richtung Stuttgart von 7.42 Uhr bis 21.42 Uhr. Zu den Zügen, die nicht den ganzen Linienweg befahren, komme ich später. In der Gegenrichtung verkehren die Züge von 8.18 Uhr bis 20.18 Uhr. Die Reisedauer nach Nürnberg beträgt im Regionalexpress etwas mehr als eine Stunde. Nach Stuttgart sind es mit 1,5 Stunden und etwa 10 Minuten mehr als mit dem Intercity über Aalen. Die nächste Linie ist der Regionalexpress von Crailsheim nach Ulm. Auch er verkehrt im 2-Stunden-Takt. Zum Einsatz kommen hier seit kurzem Dieseltriebwagen der Baureihe 644. Davor waren es Regio-Shuttles. Die 644er waren zuvor bei der S-Bahn Rhein-Ruhr im Einsatz, bis sie dort von Neuen Linz abgelöst wurden. Teils verkehren auf dieser Linie auch noch die älteren Triebwagen der Baureihe 628, die wie die 644er auch in Ulm stationiert sind. Eine Fahrt nach Aalen dauert eine Dreiviertelstunde, nach Ulm sind es fast 2 Stunden. Abfahrt der Züge ist, außer bei dem ersten des Tages, immer um 52 nach von Gleis 4. Die Diesel-S-Bahnen nach Ulm verkehren von 6.46 Uhr bis 19.52 Uhr. Wochenends fährt ein weiterer Zug um 20.42 Uhr nach Ulm. Eine weitere dieselgeführte Leistung stellt der Regionalexpress nach Heilbronn dar. Erbracht werden diese Leistungen von bis zu 30 Jahre alten Dieseltriebwagen der Baureihe 628.2 und .4. Teilweise wurden die Steuerwagen zu Fahrradwagen umgebaut. Somit ist Platz für viel mehr Fahrräder als im normalen 928er. Die Züge fahren ebenfalls im 2-Stunden-Takt. Dadurch ergänzen sie den Regionalexpress Nürnberg-Stuttgart auf dem Abschnitt bis Schwäbisch Hall-Hessental zum Stundentakt. Die Fahrdauer zum Neckar in Heilbronn beträgt 1,25 Stunden. Nach Schwäbisch Hall sind es ca. 30 Minuten. Abfahrt nach Heilbronn ist immer zur Minute 38 und von Gleis 3. Der erste Zug um 8.38 Uhr bildet hier die einzige Ausnahme. Der letzte Zug nach Heilbronn fährt um 18.38 Uhr. Diese Leistungen werden nicht, wie gewöhnlich, von der DB Regio direkt erbracht, sondern von der Westfrankenbahn. Diese fährt nicht nur Nahverkehrszüge, sondern besitzt auch eigene Schieneninfrastruktur. Das heißt, sie übernimmt auch die Aufgaben, die DB Netz normalerweise auf DB-Schienen erledigt. Mehr oder weniger mit dem RE nach Heilbronn hängt der Regionalexpress nach Aschaffenburg zusammen. Er wird ebenfalls von der Westfrankenbahn gefahren. Wobei neben den 628ern auch Dieseltriebwagen der Baureihe 642 zum Einsatz kommen. Einer wurde auch schon testweise im neuen Landesdesign von Baden-Württemberg lackiert.
Unter der Woche werden die Züge von Aschaffenburg, meist inoffiziell nach Heilbronn, durchgebunden. Diese Züge fahren dann von Gleis 3 ab bzw. kommen dort an, während nicht durchgebundene Züge von Gleis 1 oder 2 abfahren. Bei der etwa dreistündigen Fahrt nach Aschaffenburg befährt der Regionalexpress teils auch eigene Infrastruktur der Westfrankenbahn. Eine Fahrt nach Bad Mergentheim dauert etwa eine Stunde. Von 7.31 Uhr bis 15.31 Uhr fahren die Regionalexpresszüge in Crailsheim ab, wobei wochenends um 17.31 Uhr ein weiterer Regionalexpress bis Aschaffenburg fährt, der unter der Woche schon in Miltenberg endet. Ergänzt wird dieses Angebot Richtung Taubertal von Montag bis Freitag durch eine Regionalbahn nach Würzburg. Diese verkehrt ebenfalls im 2-Stunden-Takt, wodurch bis Lauda dann ein Stundentakt besteht. Ab dort befährt die Regionalbahn die Strecke, die auch der Regionalexpress von Stuttgart nach Würzburg nimmt. Hier kommen momentan auch meist 6820er der Westfrankenbahn zum Einsatz. Eine Fahrt zum Hauptbahnhof von Würzburg dauert etwa 2,25 Stunden. Die Abfahrt ist wie beim Regionalexpress nach Aschaffenburg zur Minute 31, meist von Gleis 1. Die Züge verkehren nur montags bis freitags und nur von 12.31 Uhr bis 18.31 Uhr. Zu diesen im Takt verkehrenden Zügen kommen noch einige einzelne Zugleistungen, von denen ich euch ein paar vorstelle. Zum einen gibt es ein Interregio-Express-Zugpaar, welches um 7.01 Uhr nach Stuttgart fährt
und um 18.17 Uhr in Crailsheim wieder ankommt, dann aber weiter als Regionalexpress nach Nürnberg fährt. Außerdem fährt noch einmal täglich um 21.49 Uhr ein Regionalexpress über Aalen nach Stuttgart. Der Bahnhof wird auch von Güterzügen durchfahren. Diese verkehren meist in Richtung Stuttgart oder Nürnberg. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir die nächste Station, Crailsheim. Unser Zugfahrt endet dort. Fahrgäste, bitte steigt ins Pferde aus. Ihr nächster Anschluss in Crailsheim, IC 2065 nach München Hauptbahnhof. Über Ansbach, Nürnberg, Augsburg um 11.25 Uhr kommt Gleis 4 direkt gegenüber. RE nach Aschaffenburg Hauptbahnhof über Satteldorf, Lauda, Wertheim, Miltenberg um 11.31 Uhr vom Gleis 2 und RE nach Ulm Hauptbahnhof über Elwangen um 11.52 Uhr ebenso vom Gleis 2. Bitte achten Sie in Crailsheim auch auf Ansagen, Anzeigen und Aushänge am Bahnsteig. Das Zugteam der Westfrankenbahn verabschiedet sich von Ihnen, wünscht Ihnen noch eine angenehme Weiterreise sowie einen schönen Tag. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Westfrankenbahn. Auf Wiedersehen. Insgesamt sind die Züge in Crailsheim so vertaktet, dass die Züge aus Ulm, Heilbronn und Aschaffenburg vor dem Intercity in die passende Richtung ankommen und eine Stunde später wieder nach dem Intercity aus der richtigen Richtung wieder abfahren. So kommt zum Beispiel der Regionalexpress aus Heilbronn um 15.21 Uhr an, 4 Minuten später fährt der Intercity nach Nürnberg. Nun fährt er in die Abstellung, um 16.33 Uhr kommt der Intercity aus Nürnberg an und um 16.38 Uhr fährt der Zug zurück nach Heilbronn. Somit ist für die meisten Reisenden ein angenehmes Umsteigen ohne große Wartezeiten möglich. We'll be right back.
Das war meine Dokumentation über den Bahnhof Crailsheim. Vielen Dank fürs Zusehen. Über Verbesserungsvorschläge und Feedback in den Kommentaren würde ich mich sehr freuen.